Und auf geht's. Papp, ihr spielt lange Spitze. Nimm die. Oh! Wir spielen den technisch-taktischen Rundlauf. Thomas, du bist da drüben. Halbes Tor jeweils nur. So, ihr könnt euch daran erinnern. TTR erwärmen. Ganz lockerer Rundlauf. Jeder geht eine Aktion, geht eine Station weiter. Ich mache es hier im Schritttempo mal vor. Ja. Gebt euch aber frei. Ich gebe euch frei, wo ihr rauslegen dürft. Du kannst nach innen rauslegen und nach außen. Für euch bleibt ja alles gleich. Ja. Schritttempo, das heißt, ich lege hier raus. Was ist? Schritttempo, Papp, spiele vorne rein. Aloy mit dem ersten Kontakt. Ball auf den Torwart, läufst außen rum, Torwart spielt dir, Torwart gibt dir den Ball. So, der Nächste fängt sofort an, ich bin dann hier, der Christoph ist da, ja, auf geht's. Ja, also, Papp, legst raus, ich gehe weg, du kriegst den Ball da vorne rein. So, der Nächste kann schon, der Nächste kann schon, der Nächste kann schon. Also, Papp, ja, es wird permanent dieser Rundlauf, Papp. Ihr müsstet permanent am Laufen sein. Ich hätte ganz gerne, dass ihr am Thomas den Ball mit dem Innenspann in die Arme schießt. Wir bleiben nicht beim Flachpass, sondern einen lockeren Innenspann mit Schnitt in die Arme. Das ist eure Geschichte. Drüben mache ich die Geschichte lange D1, ja, um auch aufzuzeigen, ich könnte da drüben genau das Gleiche machen. Keine Frage, will aber einfach was anderes machen. Mach lange D1, Gassenpass beim Anspiel auf die kurze Spitze. Dominik, du trippelst auf die linken Hütchen zu und spielst dann Michel an und der Gordon geht nach außen weg. Papp spielt ihn an, Papp geht nach außen weg. Ein Kontakt, Torabschluss. Dominik, der Michel läuft daher, der Dominik kommt dahin, ja, und dann sind wir permanent am Laufen. Ja, damit wir, genau, ja, es ist ja, macht nichts, aber da muss einer daher. So, ihr könnt schon, ihr braucht mich nicht, ihr könnt schon, auf geht's. So, für euch, werdet ihr sehen, ist es angenehmer, wenn sich einer noch damit hinstellt. Geht mal her. Ihr werdet merken, dann könnt ihr schneller, kann gleich der Nächste anfangen. Ja, okay, und es geht los, ihr knüpft das Papp. Und falscher Fuß und vorne rein, Papp, und jetzt geht's schon, da drauf dribbeln, Papp, Passspiel, Papp, Ball in die Gasse, und der Nächste kommt schon, Papp, und Ball in die Gasse, so, okay, haben wir einen zu wenig, ne? Kriegen wir hin, auf geht's, hier kommt schon rein, ja, Spiel gleich, Gordon, Papp, lockerer Rundlauf, ein Kontakt, schwieriger Ball für euch, ihr müsst über den Winkel den Innenspann schlagen. Papp, okay, jawohl, und da sind wir. Und spiel raus. Und Papp, okay. Okay, und auf geht's. Und, okay, Schussfinde, Papp. Ja, ihr schließt mit dem Ball. Kagi versuchen, dem Torwart in die Hand zu spielen. Aloy, du hast rechter Fuß, Pflicht. Sonst 50 Euro in die Mannschaftskasse. Ja, Papp, ein Kontakt. Denn sie nimmt deinen rechten Fuß. Papp, ihr sollt vorne in das blaue Feld reinspielen. Entschuldigung, das habe ich bei euch nicht gesagt. Das ist unser Zielfeld. Und auf geht's. Papp, ihr spielt lange Spitze. Nimm den Ball ins blaue Feld. Wow. Papp, der Ball kommt mit Botschaft. Ein Kontakt, Torabschluss. Und rechter Fuß, jawohl, Aloy. Und da sind wir. Und Papp. Zack. Und Papp. Schön, wie geil. Und auf geht's. Und Papp. Und Papp. Okay. Und raus mit euch. Und Papp. Okay. Guter Innenspann. Sehr schön, Gordon. Rechter Fuß überragend. Ja. Denn sie haben ja nicht gesagt, du sollst einen Torwart am Ball in die Hand spielen. Ja, aber dann. Ja. Da steht ein Feldspieler drin und du schäbberst einen Ball aufs Hirn. Okay, und kurz Stopp. Kommt auf eure Grundpositionen.
verändern hier folgende Geschichte. Jetzt muss ich bloß überlegen, dass ich dann beim Wechsel keinen Fehler reinbringe. Also jetzt haben wir haben hier jetzt kreuzend gespielt. Jetzt ist die Situation, dass wenn er den Ball rauslegt, dass der hier kurz andeutscht, ja, und ich den Ball bekomme. Ja? So, wie wird dann gewechselt, dass wir im Rundlauf bleiben? Ja, genau, dann ist der Sanin derjenige, der dann da herläuft. Ja, einfach ein bisschen mitdenken. Jetzt müsst ihr euch nicht da einreihen, sondern an der langen. Bei euch drüben machen wir folgende Geschichte. Ihr trippelt jetzt nicht die zwei linken Hütchen an, sondern die zwei rechten Hütchen. Das soll übrigens, dass ihr wisst, warum die da stehen, habe ich vergessen zu sagen. Das sind die Gegenspieler, die den Passweg zumachen. Ja? Wenn du mich antrippelst, wen kannst du jetzt in der Situation nur anspielen? Also die lange Spitze, die kurze Spitze. Jetzt spielt er, wenn die kurze Spitze angespielt wird, dann spielen wir vorne. Aufgepasst, Doppelpass. Ja? Lässt ihn da raus, mit dem rechten Fuß. Da so, nochmal zurück. Zwei Vorgaben für meine Spieler vorne drin. Ja? Mit welchem Fuß spielst du den Ball da rein? Sonst haue ich ihn dir raus mit dem rechten. Mit welchem Fuß kannst du den Doppelpass nur spielen? Wenn du das machst, was du gerade machst und aufdrehst, was denkst du, was passiert mit einem Gegenspieler? Ja, dann hau da rein. Also du versuchst mit links zu spielen, je nachdem wie der Ball kommt. Aber prinzipiell kommst du dann leicht da raus, kriegst papp, papp und spielst ihn dann nach vorne rein. Okay? Auf geht's, Sache läuft. Und papp, anspielen. Papp, gut so. Und vorne, sehr gut. Geil gemacht, meine Herren. Und papp, jawohl, Aloy. Und papp. Ob du hier du kannst da mit dem rechten Außenriss spielen. Das sind wir bei der Geschichte, wenn du Mauke spielen willst. Jawohl, spielst du Mauke. Okay. Okay. Ich wiederhole nochmal von der Methodik, was ich gemacht habe. HSA, lang erklärt, Verständnis schaffen im Kopf, kognitiv verstehen, was es heißt, aha, so und so könnten wir spielen. Das heißt ja noch lange, dass das dann auch funktioniert. Deswegen Training natürlich ein längerer Prozess. Hab jetzt auf zwei Seiten einen ganz lockeren Rundlauf, positionsunspezifisch, jeder eine Position weiter, laufen locker ein, und werden locker warm und hab trotzdem eine Taktik für den Kopf mit dabei. Ja? Also kein Holländer Viereck, keine Gassenaufstellung, alles was man sonst teilweise so macht mit unserem Passgespiele, das was wir hier gemacht haben, ist ja letztendlich nichts anderes gewesen wie tatsächlich Passspiel. Der Torabschluss war diese Geschichte mit dem Innenstich, die jetzt wollt, kann ich ja sagen, flach, in einer lockeren Intensität zum Erwärmen. Ich kombiniere also Technik, Taktik und Erwärmen mit dieser Geschichte.